Es kann jeden treffen. In jedem Alter, in jeder Lebenslage. Die eigene Immunabwehr attackiert Organe, Gewebe und Zellen im eigenen Körper. Der Feind in uns. Autoimmunerkrankungen. Jetzt bei Quarks und Co. Hallo, herzlich willkommen bei Quarks & Co. Die Abwehr von Bakterien, Viren, anderen Fremdstoffen, das ist die Aufgabe unseres Immunsystems. Nun, dabei ist es meistens sehr effektiv. Doch die körpereigene Abwehr erkennt manchmal Feinde, wo gar keine sind, und greift dann den eigenen Körper an. Wie viele solcher Autoimmunkrankheiten es gibt, 60, 80, vielleicht sogar über 100, die Experten wissen es immer noch nicht genau. Die Mediziner stehen nämlich vor einem Rätsel, verstehen nicht, was dazu führt, dass das Immunsystem plötzlich die Fronten wechselt. Nun, meistens werden auch die Betroffenen von diesem unerwarteten Angriff völlig überrascht und wir sind da auf ein mysteriöses Phänomen gestoßen. Seit Ende 2009 tauchen vermehrt Fälle einer seltenen Autoimmunerkrankung auf und es besteht ein beunruhigender Verdacht, wie sich die Betroffenen, vor allem junge Menschen, diese seltene Krankheit zugezogen haben. Der 10-jährige Kim André mit seiner Familie an einem Sonntag im Oktober 2011. Kim ist ein aufgeweckter Junge mit vielen Wünschen und Träumen. Sport und Fußball sind seine Leidenschaft. Vor fast 2 Jahren geriet sein Leben durcheinander. Ich bin eine Nacht wach geworden und dann war ich erstmal wach. Ich wollte einschlafen, hat nicht geklappt. Ich habe auch manchmal Stimmen gehört, das war auch. Dann haben die manchmal Sachen gesagt, also schlimme Sachen. Kim schläft keine Nacht mehr richtig durch. Erst Wochen später merken seine Eltern, dass etwas nicht stimmt. Festgestellt haben wir es in dem Fall, er immer runterkam und ja, jede Nacht kam er runter und hatte irgendwelche Halluzinationen gehabt. Und das ist das, was wir uns eigentlich nicht erklären konnten. Er hat irgendwelche Mücken gehört oder irgendwelche Fantasievorstellungen gehabt. Und konnte gar nicht schlafen. Ja. In der Schule lassen Kims Leistungen rapide nach. Aus einem guten Schüler droht ein Problemfall zu werden. Die Lehrer machen seine Eltern darauf aufmerksam. Das war im Dezember 2009. Seine Eltern suchen mit ihm mehrere Ärzte auf. Doch erst im Schlaflabor erfahren sie, was mit Kim nicht stimmt. Er leidet an Narkolepsie, einer seltenen Schlafkrankheit. Ulf Kallweit ist einer der wenigen Experten für Narkolepsie in Deutschland. Er kennt die Symptome der Krankheit, bei der das Hormon Hypokretin von den Nervenzellen nicht mehr gebildet wird. Fehlt es, ist der Schlaf- und Wachrhythmus gestört. Bis vor einigen Jahren war es tatsächlich so, dass man noch von einer Dauer von etwa 10 Jahren ausgehen konnte, bis die richtige Diagnose gestellt wurde. Ich denke, heute sind wir etwas schneller geworden, aber leider immer noch in vielen Fällen viel zu lang. Und gerade natürlich auch bei Jugendlichen oder jungen Menschen, die vor allen Dingen auch von der Narkolepsie betroffen sind, ist das eine zu lange Zeit. Kims Narkolepsie wurde also relativ schnell diagnostiziert. Ende 2009 bis 2010 tauchen mehr Narkolepsiefälle auf als sonst. Auch Ulf Kallweit diagnostiziert Narkolepsie bei ungewöhnlich vielen jungen Menschen. In einigen Krankenakten der Patienten, die in diesem Zeitraum unter ersten Symptomen der Narkolepsie leiden, findet er eine Gemeinsamkeit. Einige Patienten wurden gegen die Schweinegrippe geimpft. Kann es einen Zusammenhang zwischen der Infektion oder gar der Impfung mit den Narkolepsie-Erkrankungen geben? Genau das hat Emmanuel Mignot erforscht. Über Jahre beobachtete der Neurologe Narkolepsiefälle in China. Das Ergebnis seiner Studie: Zu Zeiten der Schweinegrippe tauchen extrem viele Narkolepsie-Erkrankungen auf. Wir glauben, dass bei Narkolepsie Folgendes passiert. Bei einer Grippe versucht das Immunsystem, die Infektion zu bekämpfen. Es produziert Antikörper und aktiviert weiße Blutkörperchen, um die Viren zu beseitigen.
Doch dann macht es irgendwie einen Fehler. Vielleicht ähneln einige Teile des Virus Teilen der Hypokretinzellen. Die Immunzellen zerstören dann fälschlicherweise auch die Hypokretinzellen. Das ist typisch für eine Autoimmunerkrankung. Die Studie des weltweit führenden Narkolepsieforschers Mignot zeigte einen deutlichen Zusammenhang zwischen Narkolepsie und dem Auftreten des Grippevirus H1N1. In China gab es aber keine Korrelation zwischen Narkolepsie und der Schweinegrippeimpfung. In Europa dagegen wurde ein anderer Impfstoff verwendet, Pandemrix. Ein Impfstoff, dessen Zulassung besonders schnell erwirkt wurde. Und in Europa gab es die mysteriöse Häufung von Narkolepsie. Impfstoffe sind nicht alle gleich. Vor allem Pandemrix ist speziell. Es beinhaltet eine starke Komponente, ein sogenanntes Adjuvans, welches das Immunsystem dazu bringt, stärker zu reagieren. Auch Kim und viele andere Kinder in Deutschland wurden mit Pandemrix geimpft. Wie viele ist unbekannt. Anders in Finnland, wo alle Impfungen registriert werden. Im August 2010 beendet die finnische Gesundheitsbehörde die Impfkampagne mit dem Impfstoff Pandemrix. Am 1. Februar 2011 erklärt sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Impfung und Narkolepsie. Bis September 2011 sind allein in Finnland 102 Narkolepsiefälle bekannt, die nach der Impfung ausgebrochen sind. In 2010 gab es erste Berichte, dass in Finnland und Schweden die Impfung gegen H1N1 Narkolepsie herbeizuführen schien. Mittlerweile hat man es genauer untersucht. Und anscheinend sind nach der Impfung mit dem Mittel Pandemrix die Narkolepsiefälle tatsächlich vor allem bei Kindern um das 9- bis 13-fache angestiegen. Wurde bei Kim die Autoimmunerkrankung durch die Impfung mit Pandemrix ausgelöst? In Deutschland weiß niemand, wie viele Menschen überhaupt geimpft wurden und möglicherweise an Narkolepsie erkrankt sind. 22 Fälle stehen im Oktober 2011 in Deutschland mit Pandemrix im Zusammenhang. Einer ist Kim. Es ist halt nur schlimm, dass es jetzt halt gerade, sag ich mal, unseren Sohn getroffen hat. Ja, oder überhaupt Kinder getroffen hat oder wo es die Eltern vielleicht noch nicht mal wissen. Das ist jetzt noch die andere Sache. Eventuell gibt es auch solche immer noch, wo die Eltern gar nicht wissen, was die Kinder haben. Vielleicht, wenn es nicht so stark ausgebrochen ist, wo sie wirklich dann sehen, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist halt so ja, dieses Warum? Fragezeichen. Kim hatte Glück im Unglück. Denn seit die Diagnose feststeht, wissen die Eltern, wie sie ihm helfen können. Und seit er behandelt wird, geht es ihm deutlich besser. Es gibt da einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Finnland und Deutschland. In Finnland gibt es sogenannte Impfregister, das heißt, man weiß ganz genau, wann wer geimpft wurde. Und genau diese Information fehlt in Deutschland. Vermutlich sind weit mehr Menschen an Narkolepsie erkrankt, als bisher bekannt wurde. Und selbst viele Ärzte kennen diese seltene Schlafkrankheit kaum. Die Diagnose braucht, Sie haben es im Film gesehen, oft Jahre. Denn die Symptome, die werden häufig nicht ernst genommen. Müdigkeit, Leistungseinbrüche in der Schule, Albträume werden oft als Pubertätserscheinungen abgetan. Nun, wer eine Schweinegrippeimpfung bekommen hat und sich womöglich hier erkennt, der sollte an diese Möglichkeit denken. Und unter www.quarks.de haben wir für Sie eine ganze Reihe von Informationen zusammengestellt. Nun, auch wenn vieles dafür spricht, dass der spezielle Impfstoff Pandemrix ein Auslöser für die Erkrankung Narkolepsie sein kann, darf man natürlich nicht vorschnell Impfungen grundsätzlich ablehnen, denn in der Regel überwiegt der Nutzen. Nun, wie bei der Narkolepsie, die greift ja ganz bestimmte Gehirnzellen an, entdecken Mediziner immer wieder, dass sich hinter bekannten Erkrankungen eine Autoimmunreaktion verbirgt. Dabei können die eigenen Abwehrzellen beinahe alles im Körper angreifen. Autoimmunerkrankungen können jeden treffen und praktisch jedes Organ. Eine der folgenschwersten ist die Multiple Sklerose, MS. Multiple Sklerose ist eine Entzündung des Nervensystems. Körpereigene Antikörper zerstören dabei die Schutzhüllen der Nervenfasern. Die Nerven können die Reize nicht mehr weiterleiten. Die Symptome beginnen mit Kribbeln und Sehstörungen und reichen bis zu schweren Lähmungen. Bis gleich. In Deutschland leiden etwa 130.000 Menschen an MS.
Viele trifft es vor dem 30. Lebensjahr. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Weniger bekannt ist eine andere Autoimmunerkrankung, Colitis ulcerosa. Der Ort des Angriffs ist hier der Dickdarm. Antikörper attackieren das Darmgewebe und führen zu einer permanenten Entzündung. Typische Beschwerden sind Durchfälle, Bauchschmerzen und ständiger Stuhldrang. Etwa 170.000 Menschen sind in Deutschland an Colitis ulcerosa erkrankt. Am häufigsten junge Männer. Die folgende Krankheit ist sehr bekannt, aber weniger als Autoimmunerkrankung. Diabetes Typ 1. Hier greift das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse an und zerstört die insulinproduzierenden Zellen. Der Blutzuckerspiegel steigt. Unbehandelt ist das lebensbedrohlich. Symptome sind Durst, ständiges Wasserlassen und häufige Infektionen. Etwa 300.000 bis 400.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Diabetes Typ 1 bricht häufig schon bei Kindern und Jugendlichen aus. Manche Autoimmunerkrankungen betreffen Gewebe im gesamten Körper, wie die rheumatoide Arthritis. Die Antikörper des Immunsystems zerstören dabei Gelenke, Sehnen und Knochen. Ohne rechtzeitige Behandlung entzünden sich die Gelenke und versteifen. Bei rheumatoider Arthritis können die Antikörper aber auch Herz oder Lunge angreifen. Sie gilt daher als systemische Autoimmunerkrankung. Etwa 400.000 Menschen leiden an der Krankheit. Oft bricht sie in mittleren Jahren aus, bei Frauen etwa 6-mal häufiger als bei Männern. Eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Bei dieser Krankheit greifen die Antikörper die Schilddrüse an und zerstören Gewebe, das wichtige Hormone bildet. Erst führt das zur Überfunktion der Schilddrüse mit Nervosität, Schlaflosigkeit und Herzrasen. Später zur Unterfunktion, Muskelschwäche, Gedächtnisstörung und Müdigkeit. Etwa 1 Million Menschen leiden an dieser Erkrankung, Frauen etwa 10-mal häufiger als Männer. Eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen ist eine der am wenigsten bekannten. Alopecia areata, der kreisrunde Haarausfall. Dabei greifen die Abwehrzellen die Haarwurzeln an und zerstören sie. Die Folge ist ein typischer kreisrunder Haarausfall, meistens am Kopf. Etwa 1 bis 1,5 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen. Der kreisrunde Haarausfall trifft vor allem junge Menschen. Experten schätzen, dass es bis zu 100 Autoimmunerkrankungen gibt, die unterschiedlichste Organe angreifen. Eines haben sie gemein. Bei allen richtet sich der Körper gegen sich selbst. Das sind nur einige Beispiele der grob geschätzten 100 Autoimmunerkrankungen. Und so unterschiedlich sie sich äußern, so unterschiedlich viele Menschen sind auch davon betroffen. Konkretes Beispiel: An Psoriasis, der Schuppenflechte, leiden 2 von 100 Menschen. Hier in Deutschland bei der multiplen Sklerose sind es nur 2 von 1000. Und es gibt sogar Autoimmunerkrankungen, die sind noch seltener. Lupus erythematodes, eine Entzündung des Bindegewebes, 2 von 10.000 sind betroffen. Es gibt sogar noch seltener eine Autoimmunerkrankung der Leber. Und da ist nur 1 von 100.000 betroffen. Das hört sich nicht nach viel an. Aber wenn man alle Autoimmunerkrankungen zusammenzählt, dann schätzt man, dass hierzulande etwa 5% der Menschen eine Autoimmunerkrankung haben. Und das ist dann doch ziemlich viel. Nun, warum wechselt das Immunsystem die Fronten? Das ist nicht einfach zu verstehen, wie unsere körpereigenen Abwehrzellen präzise miteinander arbeiten und zuverlässig Freund und Feind voneinander unterscheiden. Wir haben ein Bild gewählt. Stellen Sie sich vor, unser Körper gleicht einer Westernstadt. Da gibt es die guten Cowboys und die bösen Banditen. Und bevor es jetzt gleich zur Sache geht, stelle ich Ihnen die guten, nämlich die körpereigenen Abwehrzellen vor. Beginnen wir mit den Fresszellen. Die muss man sich vorstellen wie ein Bestatter im Immunsystem. Sie vernichten alles und entsorgen das Ganze gleich. Dann gibt es die
Killerzellen, die schauen schon etwas genauer hin, attackieren gezielt zum Beispiel Viren und Bakterien. Die werden unterstützt von den Plasmazellen, die schweres Geschütz auffahren. Die produzieren nämlich Antikörper, die genau abgestimmt sind auf die Eindringlinge. Das Ganze wird koordiniert von den Helferzellen. Das sind, wenn man so will, die Sheriffs, die durch unseren Körper patrouillieren. Und die werden unterstützt von den Regulatorzellen, um im Bild zu bleiben. Das sind die Hilf-Sheriffs. Also, das sind eine Menge Akteure in unserem Körper. Und jetzt sehen Sie diese Akteure in Aktion. Und zwar in unserem Körper im Bild einer Westernstadt. Das Leben in unserer Zellgemeinschaft ist normalerweise ziemlich ruhig. Wir leben hier friedlich zusammen. Mein Boss, der Sheriff, und ich, sein Hilfs-Sheriff, wir kennen hier jedes Organ, jede einzelne Körperzelle. Wir wissen genau, wer Freund ist und wer Feind. Dass das so ist, liegt an unseren speziellen Abzeichen, die nur wir Bewohner tragen. Am MHC erkennt jeder sofort, wer dazugehört. Manchmal wird es auch mal unruhig. Immer wenn die Jungs aus der Bakterien- oder der Virenbande hier bei uns eindringen. Die tragen andere Abzeichen und sind so leicht als Feinde auszumachen. Dann muss unser Sheriff helfen. Als Helferzelle handelt er schnell und schlägt Alarm. Sofort wissen alle, Fremde sind in der Stadt. Jetzt muss alles schnell gehen. Jeder aus der Bürgerwehr kennt seine Aufgabe. Erst sind die Bestatter dran, die gierigen Fresszellen. Sie schlagen sofort zu und lassen gleichzeitig die Überreste verschwinden. Außerdem verteilen sie eilig Steckbriefe der Bande in der gesamten Stadt, während die Bewohner im Körper noch die Schäden reparieren. Steckbriefe der Feinde verteilt der Sheriff auch an die Killerzellen. Eine Horde mutiger Abwehr-Cowboys, die auf die Erregerbande angesetzt wird. Die Banditen sollen beim nächsten Mal sofort erkannt und ausgeschaltet werden. Und noch ein Mitglied unserer Verteidigungstruppe reagiert sofort, die Plasmazelle. Die zündet direkt eine dicke Abwehrkanone mit Antikörpern. Und die sind haargenau auf die Unruhestifter abgerichtet. Wenn sich die danach nochmal in die Stadt verirren, werden sie durch die Antikörper sozusagen gebrandmarkt und ausgeschaltet. Die Cowboys machen mit ihnen kurzen Prozess. Wir Abwehrzellen arbeiten hier wirklich Hand in Hand. Manchmal allerdings sitzen den Abwehr-Cowboys die Revolver etwas sehr locker. Dann kann es für unsere Zellbewohner gefährlich werden. In solchen Fällen komme ich als Hilfs-Sheriff, als Regulator dazu und regle das mit dem Cowboy, damit er die eigenen Leute in Ruhe lässt. Es gibt auch dunkle Tage. Dann lassen sich unsere Cowboys nicht einfach beschwichtigen. Sie verwechseln die Typen der Erregerbande mit den Zellbewohnern. Die Steckbriefe sind manchmal auch fehlerhaft. Jedenfalls erkennen die Abwehr-Cowboys nicht mehr Freund und Feind. Auch wenn sich unsere Einwohner mal verändern, sozusagen mutieren und plötzlich anders aussehen, kann das schlimme Folgen für unsere Körperstadt haben. Und manchmal, naja, ist es so, dass auch wir Regulatorzellen nicht immer so hundertprozentig reagieren. Man kann ja nicht überall sein. So gut unsere Abwehrstrategie gegen die Eindringlinge auch funktioniert, wenn die Abwehr-Cowboys einmal loslegen, kann das wirklich verheerende Folgen haben. Das fehlgeleitete Immunsystem wieder in geregelte Bahnen zu lenken, das ist fast unmöglich. Darum haben die meisten Therapien gegen Autoimmunerkrankungen nur ein Ziel, nämlich die Aktivität des Immunsystems an sich zu dämpfen, um weitere Schäden zu verhindern. Nun, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas geändert. Meist werden sogar Wirkstoffe wie zum Beispiel Cortison eingesetzt. Und die gab es schon vor über 60 Jahren. Hier ein konkretes Beispiel. Prednisolon, ein Wirkstoff, wurde schon in den 50er Jahren eingesetzt, in den 70er Jahren eingesetzt. Und dieses Cortison findet man auch heute, ist immer noch Mittel der Wahl. Nun, bei den Immunsuppressiva gibt es ein Problem, sie haben Nebenwirkungen. Denn auch der natürliche Schutz der körpereigenen Abwehr wird durch diese Medikamente unterdrückt.
und der Patient wird dadurch anfälliger für Infektionskrankheiten. Bei Autoimmunkrankheiten können die Abwehrzellen praktisch alle Gewebe und Organe angreifen. Und es gibt ein Problem, es gibt nämlich keinen Facharzt für Autoimmunerkrankungen. Nun stellen Sie sich mal die Situation der Betroffenen vor. Die haben Schmerzen in den Gelenken, Probleme mit den Organen, den Augen oder der Haut und dann laufen sie von Pontius zu Pilatus, ohne die richtige Diagnose zu bekommen. Denn, das vergisst man, viele Autoimmunerkrankungen sind nach wie vor schwer zu erkennen. Robert ist heute Ende 30. Er ist Lehrer an einem Gymnasium und lebt mit seiner Familie im Rheinland. Robert soll anonym bleiben, denn er hat ein Geheimnis. Er hat multiple Sklerose. Bis heute darf an seiner Schule niemand von der Krankheit wissen. Ende der 80er Jahre, Robert ist damals 14, merkt er zum ersten Mal, dass mit seinem Körper etwas nicht stimmt. Insgesamt beginnt es oder hat es begonnen als so eine Art von Flimmern auf einem Auge, wie als wenn so ein kleiner Streifen dann da ist, der ja flimmert, unscharf ist und der sich dann eben langsam ausbreitet, sodass letztlich die Sehfähigkeit abnimmt, bis hin, dass man auf einem Auge, dass ich auf einem Auge nur noch hell oder dunkel sehen konnte. Die Augenärztin, zu der Robert geht, diagnostiziert eine Entzündung des Sehnervs, ein typisches Erstsymptom von Multipler Sklerose. Aber das weiß Robert damals noch nicht. Nach ein paar Tagen klingt die Entzündung ab. Robert hat die Sache vergessen. Ein halbes Jahr vergeht. Die nächsten Symptome waren ein Kribbeln an den Füßen, Taubheitsgefühle an den Füßen, die sich so bis, sagen wir mal, zu den Knien hoch ausgebreitet haben im Laufe von ein, zwei Wochen. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man eingeschlafene Füße hat oder eingeschlafene Körperteile. Und es geht halt einfach nicht weg. Es kann auch durchaus schmerzhaft sein. 3 Jahre später, kurz vor seinem Abitur, entzündet sich sein Sehnerv wieder. Diesmal schickt ihn der Augenarzt in die Neurologie. Hier wird er zum ersten Mal gründlich durchgecheckt. Nach einer Woche wird Robert entlassen. Die Diagnose der Ärzte sagt ihm nichts. Da stand dann auf dem Befund oder auf der Überweisung drauf Verdacht auf E.D. Die Abkürzung steht für Enzephalomyelitis Disseminata, der Fachbegriff für Multiple Sklerose. Er verdrängt das unklare Ergebnis, bis 2 Jahre später seine Beine wieder taub werden und man ihn aufklärt. Und das ist eben genau der Moment gewesen, der Schlag mit dem Holzhammer, wo man plötzlich realisiert, um was es jetzt hier eigentlich geht. Das hat schon so ein Gefühl hervorgerufen, dass ich mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen kann. Dass ich sozusagen irgendwo jetzt Prozessen ausgeliefert bin, die in meinem Körper stattfinden, die mein Körper mit mir macht und denen ich ausgeliefert bin. Robert beginnt sein Studium in einer anderen Stadt. Der letzte Schub lag 3 Monate zurück. Doch Robert hat ständig Angst vor dem Nächsten. Schließlich sucht er Rat bei einer Neurologin. Aber das, was sie mir eben mehr oder weniger empfohlen hat, war starke Anstrengungen meiden, Sonne meiden, emotionale Schwankungen meiden. Also eigentlich am besten sich ins abgedunkelte Zimmer setzen. Robert ist 20. Dass die Empfehlung der Ärztin schon damals völlig veraltet ist, weiß er nicht. Ich habe begonnen, starke Schlafstörungen zu bekommen und ich bin sehr oft aufgewacht, habe nicht weiter schlafen können und es ist mir schon irgendwie klar geworden, irgendwo, dass ich sozusagen nachts dann eben an die Lähmung gedacht habe und Angst vor der Lähmung bekommen habe. Immer wieder kamen Schübe, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Sehstörungen. Meistens verschwinden die Symptome nach einigen Wochen wieder. Kurz vor seiner Zwischenprüfung kommt ein neuer, starker Schub. Diesmal sind vor allem die Hände betroffen. Er kann kaum noch schreiben. Robert sucht Hilfe bei einem Neurologen in der Uniklinik. Der stellt ihn vor die Wahl, entweder eine hochdosierte Cortisonbehandlung oder abwarten, da sich die Lähmungen bisher auch ohne Behandlung zurückgebildet haben. Robert fürchtet die Nebenwirkungen der Cortisonbehandlung. Ich habe mir das gründlich überlegt und habe dann doch mich entschlossen, nichts zu tun. Robert recherchiert während des Studiums alles über die Krankheit und liest auch von einer alternativen Therapie, Cannabis. Er raucht es in geringen Mengen und es hilft.
Das hat mir also eine gewisse Entlastung verschafft und hat dazu einfach geführt, dass ich ruhig schlafen konnte, dass ich besser schlafen konnte, dass ich jedenfalls diese Einschlafschwierigkeiten in den allermeisten Fällen damit in den Griff gekriegt habe. Immer wieder kamen Schübe, Lähmungen, Taubheitsgefühle, aber sie wurden seltener. Robert beendet sein Studium, er will Lehrer werden. Um die Anstellung zu bekommen, verschweigt er seine chronische Erkrankung. 2006 wird Roberts erste Tochter geboren, 2 Jahre danach die zweite. Seitdem hat er keinen Krankheitsschub mehr gehabt. Mein Leben hat irgendwo ein anderes Zentrum bekommen. Ich bin gelassener geworden. Also dass ich sozusagen durch meine eigene psychische Befindlichkeit vielleicht irgendwo hier auch Einfluss nehme. Dass ich sozusagen mein eigenes Immunsystem eben so ein bisschen, ja, dämpfen kann. Robert hofft, dass es weiter gut geht. Aber er weiß auch, dass die Krankheit jederzeit wiederkommen kann. Vielleicht wundern Sie sich, warum wir die Person, im Film haben wir sie Robert genannt, anonymisiert haben. Nun, bei dieser Krankheit ist er geradezu gezwungen, sie zu verschweigen, weil sie ihm sonst höchstwahrscheinlich bei der Einstellung als junger Beamter den Job gekostet hätte. So viel zum offenen Umgang mit der Krankheit. Übrigens, auch das Cannabis musste sich Robert zunächst geheim beschaffen. Immerhin seit Juli 2011 ist in Deutschland ein Medikament zugelassen, ein Spray. Es hilft gegen typische Krämpfe. Ob es auch gegen die Schübe selbst hilft, ist noch nicht eindeutig belegt. Autoimmunkrankheiten sind unbehandelt extrem zerstörerisch. Denn das Immunsystem arbeitet auch beim Angriff auf den eigenen Körper sehr effizient. Und man fragt sich da schon, wie es mehr oder weniger plötzlich dazu kommt, dass das Immunsystem auf den eigenen Körper losgeht. Der Angriff auf den eigenen Körper kann sich fast überall abspielen. Doch was löst den Krieg aus? Der Körper hat verlernt, zwischen Fremd und Selbst zu unterscheiden. Warum, das versuchen Forscher herauszufinden. Schon lange vermuten sie, dass die Gene dabei eine große Rolle spielen. Tatsächlich treten verschiedene Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise Diabetes Typ 1 oder entzündliches Rheuma, die rheumatoide Polyarthritis, in betroffenen Familien gehäuft auf. Noch ein Beleg. 250 Wissenschaftler untersuchten in der weltweit größten Studie zu Autoimmunerkrankungen das Erbgut von Multiple Sklerose-Patienten. Sie verglichen die Gene von fast 10.000 MS-Kranken und über 17.000 Gesunden. Und entdeckten über 55 Genabschnitte, die an der Entstehung der Multiplen Sklerose beteiligt sind. Fast alle haben mit dem Immunsystem zu tun. Weiteres Indiz, dass Gene beteiligt sind? Ein Drittel dieser neu identifizierten Gene ist auch an anderen Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis und Diabetes Typ 1 beteiligt. Es scheinen bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen die gleichen grundlegenden Mechanismen abzulaufen. Doch nur die Gene können diesen Krieg nicht auslösen. Dass auch die Umwelt eine Rolle spielen muss, wissen die Forscher aus Zwillingsstudien. Mit eineigen Zwillingen, die genau die gleichen Gene haben. Leidet ein Zwilling an einer Autoimmunerkrankung, dann entwickeln nur 30-50% der Zwillingsgeschwister ebenfalls die Krankheit. Der Angriff auf den eigenen Körper muss aber einen Auslöser haben. Die Forscher haben verschiedene Trigger, also Anheizer, in Verdacht. Vorangegangene Infektionen könnten Autoimmunerkrankungen verursachen. Auf die Idee kamen die Forscher schon vor 40 Jahren. Und diese Spur verfolgen sie bis heute. Für die Multiple Sklerose glauben sie, ein Virus als Auslöser identifiziert zu haben. Das Epstein-Barr-Virus. Das Virus führt zum Pfeifferschen Drüsenfieber. Aber auch wenn das verschwindet, bleibt das Immunsystem lange Zeit aktiv. 8 bis 10 Jahre später kann das überaktivierte Immunsystem dann die Hülle der Nervenzellen im Gehirn angreifen und Multiple Sklerose auslösen. Forscher finden auch bei anderen Autoimmunerkrankungen Viren als Auslöser. Für Rheuma haben sie gleich 2 verschiedene Viren im Verdacht. Und auch bei Diabetes haben sie einen engen Zusammenhang mit Virusinfektionen festgestellt.
Doch warum hängt es auch vom Geschlecht ab, ob das Immunsystem den Körper attackiert? Es könnte an den Hormonen liegen. Rheumatoide Arthritis bekommen Frauen 6-mal häufiger. An Lupus erythematodes, bei dem Gewebe im gesamten Körper angegriffen wird, leiden 5-mal häufiger Frauen. Und bei Multipler Sklerose sind es doppelt so viele Frauen. Die Ausnahme Morbus Bechterew. Dabei wird die Wirbelsäule verformt. Da trifft es 3 bis 4-mal mehr Männer. Geschlechtshormone scheinen also eine Rolle zu spielen. Wenn das Immunsystem auf Selbstangriff schaltet, sind viele Faktoren im Spiel. Sogar die Vitamin-D-Bildung in der Haut soll damit zu tun haben. Dafür haben Wissenschaftler gleich mehrere Hinweise. Denn es gibt bei Autoimmunerkrankungen ein Nord-Süd-Gefälle. Je südlicher, umso seltener die Fälle. Die Forscher vermuten, je weniger Sonne, umso weniger Vitamin D bildet sich in der Haut. Und desto häufiger sind Autoimmunerkrankungen. Andere Studien deuten darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin D vor Erkrankungen wie Arthritis und MS schützt. Es kommen wohl einige Risikofaktoren zusammen, die den Krieg im Körper auslösen. Darin sind sich die Forscher einig. Ich gebe zu, das ist wirklich kompliziert. Gene können eine Rolle spielen, Infektionen, das Geschlecht. Also über die genauen Ursachen tappt man da immer noch im Dunkeln. Und Autoimmunerkrankungen nehmen in den letzten Jahren zu. Nun, bei einigen mag das an verbesserten Diagnosemöglichkeiten liegen, aber das alleine kann es nicht sein. Es gibt zum Beispiel eine Zunahme von Diabetes Typ 1. Hierbei zerstört das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen und diese Zunahme liegt bei 3% pro Jahr oder im Klartext, im Vergleich zu den 1980ern erkranken heute doppelt so viele Kinder an Diabetes Typ 1. Nun, warum es zu diesem Anstieg kommt, ist unklar. Derzeit laufen in dem Zusammenhang große Studien. Nun, oft werden Autoimmunerkrankungen mit Allergien verwechselt, aber es gibt einen großen Unterschied. Beides hat zwar mit dem Immunsystem zu tun, aber bei der Allergie sind es die Auslöser von außen, also zum Beispiel Pollen oder Staub, und die führen dazu, dass das Immunsystem extrem heftig reagiert. Bei der Autoimmunerkrankung wehrt sich der Körper gegen sich selbst, also er verwechselt Freund und Feind. Nun, damit größere Folgeschäden vermieden werden, müsste das Immunsystem möglichst rasch gebremst werden. Doch genau das geschieht oft zu spät. Als diese Aufnahmen entstehen, ist Anja Fischer 20 Jahre alt. Sie trainiert mehrmals pro Woche Judo, tritt sogar für die deutsche Bundesliga an. Zu dieser Zeit ist Anja völlig gesund. 3 Jahre später wird eine Autoimmunerkrankung ihr Leben verändern. Alles begann mit Schmerzen in der Hand. Es kam halt über Nacht, sage ich jetzt mal, dass morgens mit dem Aufstehen, ich wollte zur Arbeit gehen, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich habe mir irgendwas in dem Daumengelenk getan. Und ich konnte mir an sich gar nicht erklären, was das war. Und im Endeffekt sprang das auch dann die nächsten Tage auf die anderen Gelenke über, dass ich so eine Morgensteife einfach so das Gefühl hatte, mich hat jemand in der Nacht gegen die Wand geschmissen. Das war 1999. Die Schmerzen hören nicht auf. Sie geht mehrfach zum Orthopäden. Der verschreibt Schmerzmittel. Doch die Schmerzen kommen immer wieder, vor allem in den Händen. 1 Jahr lang geht das so. Sport macht sie nicht mehr. Inzwischen fallen ihr selbst normale Bewegungen schwer. Erst ihre Hausärztin forscht nach der Ursache. Sie untersucht ihr Blut, findet Rheumafaktoren und hohe Entzündungswerte. Die Diagnose: Rheumatoide Arthritis, entzündliches Gelenkrheuma. Sie bekommt verschiedene Schmerzmittel und Dekortin mit dem Wirkstoff Cortison. Schon seit Jahrzehnten das Mittel bei fast allen Autoimmunerkrankungen. Das Cortison soll ihr Immunsystem schnell bremsen, damit es die Gelenke nicht weiter angreift und zerstört. Doch bei Anja Fischer schlägt es kaum an. Das war also so ein brennender, zersetzender Schmerz. Also wirklich Schmerzen, die zerstörerisch sind. Also kein positiver Schmerz, wenn irgendwas heilt, sondern wirklich, wenn irgendwas zerstört wird. August 2000.
Die Röntgenbilder offenbaren die Zerstörung der Gelenke. Anja hat das Rheuma jetzt seit 1,5 Jahren. Ihr Immunsystem greift Gelenkhaut, Knorpel, Knochen und Sehnen an, schädigt die Gelenke unwiederbringlich. Sowohl rechts als auch links, beidseits schon Schäden, auch im Röntgenbild. Ihr Rheumatologe verschreibt ein sogenanntes Basistherapeutikum. Das Ziel ist, langfristig in ihr Immunsystem einzugreifen. Die meisten Basistherapeutika bremsen die gesamte Zellteilung im Körper und somit auch die Zellen ihres überaktiven Immunsystems. Dazu nimmt sie weiter Schmerzmittel und Cortison. Im Laufe der nächsten 3 Jahre bekommt sie 7 verschiedene Rheumamittel. Als ich die erste Therapie hatte, war ich noch optimistisch, die zweite, die dritte. Als das dann mit den Kombinationen losging, war ich eher frustriert, dass nichts geholfen hat. Und wenn man dann im Endeffekt merkt, dass diese Entzündung in den Gelenken immer mehr wird, dass die Gelenke, die betroffen sind, mehr werden, dann ist das schon eine absolute demotivierende Sache. Mai 2004. Ihr rechtes Handgelenk ist stark entzündet. Dieser Entzündungsherd heizt die Abwehr im gesamten Körper an. Die Hand muss operiert werden. Vorsichtig. Ja, ich mach nicht weiter. Mhm. Dabei wird die entzündete Gelenkinnenhaut entfernt. Die einzige Möglichkeit, den Knochen vor weiterer Zerstörung zu schützen. Ich hatte danach ein absolut versteiftes Handgelenk, was in 30 Grad Erhöhung, also so steif stand. Ich konnte zwar noch nach oben bewegen, aber nach unten halt im Endeffekt gar nicht mehr. März 2005. 6 Jahre hat Anja Fischer jetzt Gelenkrheuma. Die Schäden in den Fingergelenken sieht man bis in den Knochen. Inzwischen ist sie in der Rheuma-Ambulanz der Uniklinik Köln in Behandlung. Keines der klassischen Rheumamittel hat gewirkt. Dort nimmt sie an einer Studie teil mit einem neuartigen Medikament, einem sogenannten Biologikum. Es ist eine Doppelblindstudie. Anja wird nicht wissen, ob sie den Wirkstoff wirklich bekommt. Wenn man dann Angst bekommt, dass man irgendwann auf Betreuung angewiesen ist, seinen Job nicht mehr machen kann, das finanziell nicht mehr halten kann, also das war für mich so das Ende meines Lebens. So. Mit Anja nehmen weltweit 4000 weitere Patienten an der Studie teil. Bisher wurde das neue Rheumamittel nur in Asien getestet. Das Biologikum soll ganz spezifisch genau die Botenstoffe des Immunsystems abfangen, die ihre Entzündung immer wieder anheizen. Einmal im Monat bekommt Anja die Infusion. Ja, wenn man vorher so das Gefühl hat, ich stehe vorm Abgrund, ich habe gar nichts mehr davon. Mein ganzer Tagesablauf besteht nur noch daraus, diese Schmerzen zu empfinden und im Endeffekt sonst gar nichts zu machen. Keine freie Stunde mehr für sich zu haben, für sich persönlich. Und dann ist man irgendwann durch diese Schmerzen einigermaßen befreit und denkt, boah, jetzt kann ich durchatmen. Und jetzt kann ich wieder irgendwas machen und irgendwas greifen und mein Leben wieder in die Hände nehmen und einfach loslaufen und was machen. Seit 2009 ist das Biologikum auf dem Markt. Anja geht es damit gut. Inzwischen hat sie sogar ein Kind bekommen. Ihr 2,5-jähriger Sohn Jakob fordert sie täglich heraus. Schmerzen hat sie nur noch selten. Hallo! 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 Anja Fischer hat zumindest Glück im Unglück, denn sie bekommt Biologika. Die haben nichts mit Bio zu tun. Es handelt sich um gentechnisch hergestellte Antikörper, sogenannte monoklonale Antikörper. Und die fangen nun zielgenau genau die Botenstoffe, die die Entzündung anheizen. Und diese Präparate sind sehr teuer, werden trotz guter Wirksamkeit leider längst nicht bei jedem eingesetzt. Wenn man nun genau weiß, wie das Immunsystem die Fronten wechselt, dann sollte es auch möglich sein, den Kampf aufzuhalten. Aber dafür müsste man das Immunsystem auch beeinflussen können. Dass das möglich ist, zeigt zum Beispiel die Impfung. Und genau da versucht die Wissenschaft einzuhaken. Bei der Suche nach Strategien gegen Autoimmunerkrankungen sind die Forscher an einem ungewöhnlichen Ort fündig geworden. Der Darm muss ständig mit Fremdstoffen und Bakterien fertig werden. Überall sonst im Körper löst das heftigste Immunreaktionen aus, nicht aber im Darm. Können Wissenschaftler diesen Schutzmechanismus nutzen, der erlaubt, dass sich Millionen von Verdauungsbakterien hier tummeln und fremde Nahrungseiweiße über das Blut in den Körper gelangen? Wieso reagiert hier die Körperabwehr nicht? Professor Gerhild Wildner von der Uniklinik München will dieses Phänomen der oralen Toleranz verstehen und damit gegen Autoimmunkrankheiten vorgehen.
Orale Toleranz wurde erstmals entdeckt Anfang des vergangenen Jahrhunderts, aber erst in den 1980er Jahren ist man auf die Idee gekommen, es auch zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen einzusetzen. Und man hofft, über diesen Mechanismus das Immunsystem umzuerziehen, um so eine schonende Behandlung von Autoimmunerkrankungen zu erhalten. Schon 1986 haben Forscher aus London und New York versucht, das Immunsystem von Tieren umzuerziehen. Zunächst fütterten sie einige Ratten mit Kollagen, der Knorpelsubstanz, die beim entzündlichen Rheuma, der Arthritis, von den Abwehrzellen angegriffen wird. Danach versuchten sie, bei den Ratten das Rheuma auszulösen. Das Ergebnis: Ratten, die Kollagen gefressen haben, bekamen die Autoimmunerkrankung später und schwächer als die Vergleichstiere ohne Kollagenfutter. Auch bei Multipler Sklerose, Diabetes und Uveitis, einer Autoimmunerkrankung der Augen, war die Immunreaktion im Tierversuch deutlich schwächer. Die Forscher konnten also bei Tieren durch bloßes Füttern mit dem Stoff, den die Abwehrzellen attackieren, die fehlerhafte Immunantwort bremsen. Bald finden sie den Grund. Im Darm entstehen nach dem Fressen der Fremdstoffe spezielle Abwehrzellen, die die Immunabwehr runterregulieren. Das heißt, das Darmimmunsystem generiert sogenannte regulatorische Zellen, die dann wiederum in den ganzen Körper ausschwärmen, schauen, ob dieses Eiweiß irgendwo anders noch vorkommt und dann versuchen, dort an der Stelle im Körper das Immunsystem zu unterdrücken. Genau diese Reaktion wollen die Forscher nutzen. Sie starten Therapiestudien bei Menschen, unter anderem bei Patienten mit der Augenentzündung Uveitis. Die bekommen das Eiweiß, das der Struktur ähnelt, die bei ihrer Erkrankung vom Immunsystem angegriffen wird. 8 Patienten geben sie dieses Eiweiß über 3 Monate. Mehrere Jahre lang beobachten die Forscher die Probanden. Bei allen Patienten geht die Entzündung im Auge zurück. Sie können sogar ihre bisherigen Medikamente reduzieren. Und ihre Sehschärfe verbessert sich. Der Erfolg hält aber nur vorübergehend. Es liegt wohl daran, dass diese regulatorischen Zellen nur eine bestimmte Zeit lang leben und funktionsfähig sind. Und nach dieser Zeit sterben sie ab und das Immunsystem fängt dann wieder an, die körpereigenen Organe anzugreifen, so wie zuvor. Um dauerhaft Regulatorzellen zu bilden, müssten die Patienten also lebenslang die Stoffe einnehmen. Auch bei anderen Autoimmunerkrankungen testen die Forscher ihre neue Strategie. Patienten mit Rheuma geben die Forscher Kollagen. Diabetikern Insulin. Und MS-Patienten bekommen Myelin-Eiweiß aus dem Nervengewebe. Im Tierversuch hat die orale Toleranz funktioniert, bei Menschen sind die Ergebnisse nicht so eindeutig. Der Grund: im kontrollierten Tierversuch konnten die Forscher gezielt die Substanz geben, die die Krankheit hervorruft. Bei kranken Menschen ist das komplexer. Das Immunsystem greift nicht nur eine Struktur an. So gibt es beispielsweise bei MS mindestens 3 verschiedene Angriffsziele. Wir müssen das entsprechende sogenannte orale Tolerogen finden. Das heißt, dass die Eiweißsubstanz, die optimal die orale Toleranz auslöst, ohne möglicherweise die Krankheit zu verstärken. Dann können die Forscher vielleicht den Darm wirklich dazu bringen, ihnen beim Kampf gegen Autoimmunerkrankungen zu helfen. An diesem Beispiel sieht man, wie schwer es ist, gegen eine Autoimmunerkrankung vorzugehen. Nun, wenn es eine Chance gibt, dann muss man die Krankheit möglichst früh erkennen. Denn nur so kann man verhindern, dass das Immunsystem unseren Körper zerstört. Nun, wichtig dabei, man muss sich halt informieren. Und bei uns im Internet gibt es jede Menge Informationen. Klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Das war's für heute. Wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcast-Liste und die Nutzungsbedingungen.
irgendwo jetzt Prozessen ausgeliefert bin, die in meinem Körper stattfinden, die mein Körper mit mir macht und denen ich ausgeliefert bin. Robert beginnt sein Studium in einer anderen Stadt. Der letzte Schub lag 3 Monate zurück, doch Robert hat ständig Angst vor dem nächsten. Schließlich sucht er Rat bei einer Neurologin. Aber das, was sie mir eben mehr oder weniger empfohlen hat, war starke Anstrengungen meiden, Sonne meiden, emotionale Schwankungen meiden. Also eigentlich am besten sich ins abgedunkelte Zimmer setzen. Robert ist 20. Dass die Empfehlung der Ärztin schon damals völlig veraltet ist, weiß er nicht. Ich habe begonnen, starke Schlafstörungen zu bekommen und ich bin sehr oft aufgewacht, habe nicht weiter schlafen können und es ist mir schon irgendwie klar geworden, irgendwo, dass ich sozusagen nachts dann eben an die Lähmung gedacht habe und Angst vor der Lähmung bekommen habe. Immer wieder kamen Schübe, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Sehstörungen. Meistens verschwinden die Symptome nach einigen Wochen wieder. Kurz vor seiner Zwischenprüfung kommt ein neuer, starker Schub. Diesmal sind vor allem die Hände betroffen. Er kann kaum noch schreiben. Robert sucht Hilfe bei einem Neurologen in der Uniklinik. Der stellt ihn vor die Wahl. Entweder eine hochdosierte Cortisonbehandlung oder abwarten, da sich die Lähmungen bisher auch ohne Behandlung zurückgebildet haben. Robert fürchtet die Nebenwirkungen der Cortisonbehandlung. Ich habe mir das gründlich überlegt und habe dann doch mich entschlossen, nichts zu tun. Robert recherchiert während des Studiums alles über die Krankheit und liest auch von einer alternativen Therapie, Cannabis. Er raucht es in geringen Mengen und es hilft. Es hat mir also eine gewisse Entlastung verschafft und hat dazu einfach geführt, dass ich ruhig schlafen konnte, dass ich besser schlafen konnte, dass ich jedenfalls diese Einschlafschwierigkeiten in den allermeisten Fällen damit in den Griff gekriegt habe. Immer wieder kamen Schübe, Lähmungen, Taubheitsgefühle, aber sie wurden seltener. Robert beendet sein Studium, er will Lehrer werden. Um die Anstellung zu bekommen, verschweigt er seine chronische Erkrankung. 2006 wird Roberts erste Tochter geboren, 2 Jahre danach die zweite. Seitdem hat er keinen Krankheitsschub mehr gehabt. Mein Leben hat irgendwo ein anderes Zentrum bekommen. Ich bin gelassener geworden. Also dass ich sozusagen durch meine eigene psychische Befindlichkeit vielleicht irgendwo hier auch Einfluss nehme. Dass ich sozusagen mein eigenes Immunsystem eben so ein bisschen dämpfen kann. Robert hofft, dass es weiter gut geht. Aber er weiß auch, dass die Krankheit jederzeit wiederkommen kann. Und es hilft. Es hat mir also eine gewisse Entlastung verschafft und hat dazu einfach geführt, dass ich ruhig schlafen konnte, dass ich besser schlafen konnte, dass ich jedenfalls diese Einschlafschwierigkeiten in den allermeisten Fällen damit in den Griff gekriegt habe. Immer wieder kamen Schübe, Lähmungen, Taubheitsgefühle, aber sie wurden seltener. Robert beendet sein Studium, er will Lehrer werden. Um die Anstellung zu bekommen, verschweigt er seine chronische Erkrankung. 2006 wird Roberts erste Tochter geboren, 2 Jahre danach die zweite. Seitdem hat er keinen Krankheitsschub mehr gehabt. Mein Leben hat irgendwo ein anderes Zentrum bekommen. Ich bin gelassener geworden. Also dass ich sozusagen durch meine eigene psychische Befindlichkeit vielleicht irgendwo hier auch Einfluss nehme. Dass ich sozusagen mein eigenes Immunsystem eben so ein bisschen dämpfen kann. Robert hofft, dass es weiter gut geht. Aber er weiß auch, dass die Krankheit jederzeit wiederkommen kann. Vielleicht wundern Sie sich, warum wir die Person, im Film haben wir sie Robert genannt, anonymisiert haben. Nun, bei dieser Krankheit ist er geradezu gezwungen, sie zu verschweigen, weil sie ihm sonst höchstwahrscheinlich bei der Einstellung als junger Beamter den Job gekostet hätte. So viel zum offenen Umgang mit der Krankheit. Übrigens, auch das Cannabis musste sich Robert zunächst geheim beschaffen. Immerhin seit Juli 2011 ist in Deutschland ein Medikament zugelassen, ein Spray. Es hilft gegen typische Krämpfe. Ob es auch gegen die Schübe selbst hilft, ist noch nicht eindeutig belegt. Autoimmunkrankheiten sind unbehandelt, extrem zerstörerisch.
Denn das Immunsystem arbeitet auch beim Angriff auf den eigenen Körper sehr effizient. Und man fragt sich da schon, wie es mehr oder weniger plötzlich dazu kommt, dass das Immunsystem auf den eigenen Körper losgeht. Der Angriff auf den eigenen Körper kann sich fast überall abspielen. Doch was löst den Krieg aus? Der Körper hat verlernt, zwischen Fremd und Selbst zu unterscheiden. Warum, das versuchen Forscher herauszufinden. Schon lange vermuten sie, dass die Gene dabei eine große Rolle spielen. Tatsächlich treten verschiedene Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise Diabetes Typ 1 oder entzündliches Rheuma, die rheumatoide Polyarthritis, in betroffenen Familien gehäuft auf. Noch ein Beleg. 250 Wissenschaftler untersuchten in der weltweit größten Studie zu Autoimmunerkrankungen das Erbgut von Multiple Sklerose-Patienten. Sie verglichen die Gene von fast 10.000 MS-Kranken und über 17.000 Gesunden. Und entdeckten über 55 Genabschnitte, die an der Entstehung Schlafstörungen zu bekommen. Und ich bin sehr oft aufgewacht, habe nicht weiter schlafen können. Und es ist mir schon irgendwie klar geworden, irgendwo, dass ich sozusagen nachts dann eben an die Lähmung gedacht habe und Angst vor der Lähmung bekommen habe. Immer wieder kamen Schübe, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Sehstörungen. Meistens verschwinden die Symptome nach einigen Wochen wieder. Kurz vor seiner Zwischenprüfung kommt ein neuer, starker Schub. Diesmal sind vor allem die Hände betroffen. Er kann kaum noch schreiben. Robert sucht Hilfe bei einem Neurologen in der Uniklinik. Der stellt ihn vor die Wahl. Entweder eine hochdosierte Cortisonbehandlung oder abwarten, da sich die Lähmungen bisher auch ohne Behandlung zurückgebildet haben. Robert fürchtet die Nebenwirkungen der Cortisonbehandlung. Ich habe mir das gründlich überlegt und habe dann doch mich entschlossen, nichts zu tun. Robert recherchiert während des Studiums alles über die Krankheit und liest auch von einer alternativen Therapie, Cannabis. Er raucht es in geringen Mengen und es hilft. Es hat mir also eine gewisse Entlastung verschafft und hat dazu einfach geführt, dass ich ruhig schlafen konnte, dass ich besser schlafen konnte, dass ich jedenfalls diese Einschlafschwierigkeiten in den allermeisten Fällen damit in den Griff gekriegt habe. Immer wieder kamen Schübe, Lähmungen, Taubheitsgefühle, aber sie wurden seltener. Robert beendet sein Studium, er will Lehrer werden. Um die Anstellung zu bekommen, verschweigt er seine chronische Erkrankung. 2006 wird Roberts erste Tochter geboren, 2 Jahre danach die zweite. Seitdem hat er keinen Krankheitsschub mehr gehabt. Mein Leben hat irgendwo ein anderes Zentrum bekommen. Ich bin gelassener geworden. Also dass ich sozusagen durch meine eigene psychische Befindlichkeit vielleicht irgendwo hier auch Einfluss nehme. Dass ich sozusagen mein eigenes Immunsystem eben so ein bisschen dämpfen kann. Robert hofft, dass es weiter gut geht. Aber er weiß auch, dass die Krankheit jederzeit wiederkommen kann. Vielleicht wundern Sie sich, warum wir die Person, im Film haben wir sie Robert genannt, anonymisiert haben. Nun, bei dieser Krankheit ist er geradezu gezwungen, sie zu verschweigen, weil sie ihm sonst höchstwahrscheinlich bei der Einstellung als junger Beamter den Job gekostet hätte. So viel zum offenen Umgang mit der Krankheit. Übrigens, auch das Cannabis musste sich Robert zunächst geheim beschaffen. Immerhin seit Juli 2011 ist in Deutschland ein Medikament zugelassen, ein Spray. Es hilft gegen typische Krämpfe. Ob es auch gegen die Schübe selbst hilft, ist noch nicht eindeutig belegt. Autoimmunkrankheiten sind unbehandelt, extrem zerstört. Der Angriff auf den eigenen Körper kann sich fast überall abspielen. Doch was löst den Krieg aus? Der Körper hat verlernt, zwischen Fremd und Selbst zu unterscheiden. Warum? Das versuchen Forscher herauszufinden. Schon lange vermuten sie, dass die Gene dabei eine große Rolle spielen. Tatsächlich treten verschiedene Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise Diabetes Typ 1 oder entzündliches Rheuma, die rheumatoide Polyarthritis, in betroffenen Familien gehäuft auf. Noch ein Beleg. 250 Wissenschaftler untersuchten in der weltweit größten Studie zu Autoimmunerkrankungen das Erbgut von Multiple Sklerose-Patienten. Sie verglichen die Gene von fast 10.000 MS-Kranken und über 17.000 Gesunden.
und entdeckten über 55 Genabschnitte, die an der Entstehung der multiplen Sklerose beteiligt sind. Fast alle haben mit dem Immunsystem zu tun. Weiteres Indiz, dass Gene beteiligt sind: Ein Drittel dieser neu identifizierten Gene ist auch an anderen Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis und Diabetes Typ 1 beteiligt. Es scheinen bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen die gleichen grundlegenden Mechanismen abzulaufen. Doch nur die Gene können diesen Krieg nicht auslösen. Dass auch die Umwelt eine Rolle spielen muss, wissen die Forscher aus Zwillingsstudien mit eineigen Zwillingen, die genau die gleichen Gene haben. Leidet ein Zwilling an einer Autoimmunerkrankung, dann entwickeln nur 30-50% der Zwillingsgeschwister ebenfalls die Krankheit. Der Angriff auf den eigenen Körper muss aber einen Auslöser haben. Die Forscher haben verschiedene Trigger, also Anheizer, in Verdacht. Vorangegangene Infektionen könnten Autoimmunerkrankungen verursachen. Auf die Idee kamen die Forscher schon vor 40 Jahren. Und diese Spur verfolgen sie bis heute. Für die multiple Sklerose glauben sie, ein Virus als Auslöser identifiziert zu haben. Das Epstein-Barr-Virus. Das Virus führt zum Pfeifferschen Drüsenfieber. Aber auch wenn das verschwindet, bleibt das Immunsystem lange Zeit aktiv. 8 bis 10 Jahre später kann das überaktivierte Immunsystem dann die Hülle der Nervenzellen im Gehirn angreifen und multiple Sklerose auslösen. Forscher finden auch bei anderen Autoimmunerkrankungen Viren als Auslöser. Für Rheuma haben sie gleich 2 verschiedene Viren im Verdacht. Und auch bei Diabetes haben sie einen engen Zusammenhang mit Virusinfektionen festgestellt. Doch warum hängt es auch vom Geschlecht ab, ob das Immunsystem... Ich bin Nacht wach geworden und dann war ich erstmal wach. Ich wollte einschlafen, hat nicht geklappt. Ich habe auch manchmal Stimmen gehört, das war auch... Dann haben die manchmal Sachen gesagt, also schlimme Sachen. Kim schläft keine Nacht mehr richtig durch. Erst Wochen später merken seine Eltern, dass etwas nicht stimmt. Festgestellt haben wir es in dem Fall, er mal runterkam und... Ja, jede Nacht kam er runter. Nacht und hatte irgendwelche Halluzinationen gehabt. Und das ist das, was wir uns eigentlich nicht erklären konnten. Er hat irgendwelche Mücken gehört oder irgendwelche Fantasievorstellungen gehabt. Und konnte gar nicht schlafen. Ja. In der Schule lassen Kims Leistungen rapide nach. Aus einem guten Schüler droht ein Problemfall zu werden. Die Lehrer machen seine Eltern darauf aufmerksam. Das war im Dezember 2009. Seine Eltern suchen mit ihm mehrere Ärzte auf. Doch erst im Schlaflabor erfahren sie, was mit Kim nicht stimmt. Er leidet an Narkolepsie, einer seltenen Schlafkrankheit. Ulf Kallweit ist einer der wenigen Experten für Narkolepsie in Deutschland. Er kennt die Symptome der Krankheit, bei der das Hormon Hypokretin von den Nervenzellen nicht mehr gebildet wird. Fehlt es, ist der Schlaf- und Wachrhythmus gestört. Bis vor einigen Jahren war es tatsächlich so, dass man noch von einer Dauer von etwa 10 Jahren ausgehen konnte, bis die richtige Diagnose gestellt wurde. Ich denke, heute sind wir etwas schneller geworden, aber leider immer noch in vielen Fällen viel zu lang. Und gerade natürlich auch bei Jugendlichen oder jungen Menschen, die vor allen Dingen auch von der Narkolepsie betroffen sind, ist das eine zu lange Zeit. Kims Narkolepsie wurde also relativ schnell diagnostiziert. Ende 2009 bis 2010 tauchen mehr Narkolepsiefälle auf als sonst. Auch Ulf Kallweit diagnostiziert Narkolepsie bei ungewöhnlich vielen jungen Menschen. In einigen Krankenakten der Patienten, die in diesem Zeitraum unter ersten Symptomen der Narkolepsie leiden, findet er eine Gemeinsamkeit. Einige Patienten wurden gegen die Schweinegrippe geimpft. Kann es einen Zusammenhang zwischen der Infektion oder gar der Impfung mit den Narkolepsie-Erkrankungen geben? Genau das hat Emmanuel Mignot erforscht. Über Jahre beobachtete der Neurologe Narkolepsiefälle in China. Das Ergebnis seiner Studie: Zu Zeiten der Schweinegrippe tauchen extrem viele Narkolepsie-Erkrankungen auf. Wir glauben, dass bei Narkolepsie Folgendes passiert. Bei einer Grippe versucht das Immunsystem, die Infektion zu bekämpfen. Es produziert Antikörper und aktiviert weiße Blutkörperchen, um die Viren zu beseitigen.
Doch dann macht es irgendwie einen Fehler. Vielleicht ähneln einige Teile des Virus Teilen der Hypokretinzellen. Die Immunzellen zerstören dann fälschlicherweise auch die Hypokretinzellen. Das ist typisch für eine Autoimmunerkrankung. Lepsi erkrankt, als bisher bekannt wurde. Und selbst viele Ärzte kennen diese seltene Schlafkrankheit kaum. Die Diagnose braucht, Sie haben es im Film gesehen, oft Jahre. Denn die Symptome, die werden häufig nicht ernst genommen. Müdigkeit, Leistungseinbrüche in der Schule, Albträume werden oft als Pubertätserscheinungen abgetan. Nun, wer eine Schweinegrippeimpfung bekommen hat und sich womöglich hier erkennt, der sollte an diese Möglichkeit denken. Und unter www.quarks.de haben wir für Sie eine ganze Reihe von Informationen zusammengestellt. Nun, auch wenn vieles dafür spricht, dass der spezielle Impfstoff Pandemrix ein Auslöser für die Erkrankung Narkolepsie sein kann, darf man natürlich nicht vorschnell Impfungen grundsätzlich ablehnen, denn in der Regel überwiegt der Nutzen. Nun, wie bei der Narkolepsie, die greift ja ganz bestimmte Gehirnzellen an, entdecken Mediziner immer wieder, dass sich hinter bekannten Erkrankungen eine Autoimmunreaktion verbirgt. Dabei können die eigenen Abwehrzellen beinahe alles im Körper angreifen. Autoimmunerkrankungen können jeden treffen und praktisch jedes Organ. Eine der folgenschwersten ist die Multiple Sklerose, MS. Multiple Sklerose ist eine Entzündung des Nervensystems. Körpereigene Antikörper zerstören dabei die Schutzhüllen der Nervenfasern. Die Nerven können die Reize nicht mehr weiterleiten. Die Symptome beginnen mit Kribbeln und Sehstörungen und reichen bis zu schweren Lähmungen. Bis gleich. In Deutschland leiden etwa 130.000 Menschen an MS. Viele trifft es vor dem 30. Lebensjahr. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Weniger bekannt ist eine andere Autoimmunerkrankung, Colitis ulcerosa. Der Ort des Angriffs ist hier der Dickdarm. Antikörper attackieren das Darmgewebe und führen zu einer permanenten Entzündung. Typische Beschwerden sind Durchfälle, Bauchschmerzen und ständiger Stuhldrang. Etwa 170.000 Menschen sind in Deutschland an Colitis ulcerosa erkrankt. Am häufigsten junge Männer. Die folgende Krankheit ist sehr bekannt, aber weniger als Autoimmunerkrankung. Diabetes Typ 1. Hier greift das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse an und zerstört die insulinproduzierenden Zellen. Der Blutzuckerspiegel steigt. Unbehandelt ist das lebensbedrohlich. Symptome sind Durst, ständiges Wasserlassen und häufige Infektionen. Etwa 300.000 bis 400.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Diabetes Typ 1 bricht häufig schon bei Kindern und Jugendlichen aus. Manche Autoimmunerkrankungen. Erst sind die Bestatter dran, die gierigen Fresszellen. Sie schlagen sofort zu und lassen gleichzeitig die Überreste verschwinden. Außerdem verteilen sie eilig Steckbriefe der Bande in der gesamten Stadt, während die Bewohner im Körper noch die Schäden reparieren. Steckbriefe der Feinde verteilt der Sheriff auch an die Killerzellen. Eine Horde mutiger Abwehr-Cowboys, die auf die Erregerbande angesetzt wird. Die Banditen sollen beim nächsten Mal sofort erkannt und ausgeschaltet werden. Und noch ein Mitglied unserer Verteidigungstruppe reagiert sofort, die Plasmazelle. Die zündet direkt eine dicke Abwehrkanone mit Antikörpern. Und die sind haargenau auf die Unruhestifter abgerichtet. Wenn sich die danach nochmal in die Stadt verirren, werden sie durch die Antikörper sozusagen gebrandmarkt und ausgeschaltet. Die Cowboys machen mit ihnen kurzen Prozess. Wir Abwehrzellen arbeiten hier wirklich Hand in Hand. Manchmal allerdings sitzen den Abwehr-Cowboys die Revolver etwas sehr locker. Dann kann es für unsere Zellbewohner gefährlich werden. In solchen Fällen komme ich als Hilfs-Sheriff, als Regulator dazu und regle das mit dem Cowboy, damit er die eigenen Leute in Ruhe lässt. Es gibt auch dunkle Tage. Dann lassen sich unsere Cowboys nicht einfach beschwichtigen. Sie verwechseln die Typen der Erregerbande mit den Zellbewohnern.
Die Steckbriefe sind manchmal auch fehlerhaft. Jedenfalls erkennen die Abwehr-Cowboys nicht mehr Freund und Feind. Auch wenn sich unsere Einwohner mal verändern, sozusagen mutieren und plötzlich anders aussehen, kann das schlimme Folgen für unsere Körperstadt haben. Und manchmal, naja, ist es so, dass auch wir Regulatorzellen nicht immer so hundertprozentig reagieren. Man kann ja nicht überall sein. So gut unsere Abwehrstrategie gegen die Eindringlinge auch funktioniert, wenn die Abwehr-Cowboys einmal loslegen, kann das wirklich verheerende Folgen haben. Das fehlgeleitete Immunsystem wieder in geregelte Bahnen zu lenken, das ist fast unmöglich. Darum haben die meisten Therapien gegen Autoimmunerkrankungen nur ein Ziel, nämlich die Aktivität des Immunsystems an sich zu dämpfen, um weitere Schäden zu verhindern. Nun, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas geändert. Meist werden sogar Wirkstoffe wie zum Beispiel Cortison eingesetzt. Und die gab es schon vor über 60 Jahren. Hier ein konkretes Beispiel. Prednisolon, ein Wirkstoff, wurde schon in den 50er Jahren eingesetzt. Weil er mal runterkam und... Ja, jede Nacht kam er runter. Und hatte irgendwelche Halluzinationen gehabt. Und das ist das, was wir uns eigentlich nicht erklären konnten. Er hat irgendwelche Mücken gehört oder irgendwelche Fantasievorstellungen gehabt. Und konnte gar nicht schlafen. Ja. In der Schule lassen Kims Leistungen rapide nach. Aus einem guten Schüler droht ein Problemfall zu werden. Die Lehrer machen seine Eltern darauf aufmerksam. Das war im Dezember 2009. Seine Eltern suchen mit ihm mehrere Ärzte auf. Doch erst im Schlaflabor erfahren sie, was mit Kim nicht stimmt. Er leidet an Narkolepsie, einer seltenen Schlafkrankheit. Ulf Kallweit ist einer der wenigen Experten für Narkolepsie in Deutschland. Er kennt die Symptome der Krankheit, bei der das Hormon Hypokretin von den Nervenzellen nicht mehr gebildet wird. Fehlt es, ist der Schlaf- und Wachrhythmus gestört. Bis vor einigen Jahren war es tatsächlich so, dass man noch von einer Dauer von etwa 10 Jahren ausgehen konnte, bis die richtige Diagnose gestellt wurde. Ich denke, heute sind wir etwas schneller geworden, aber leider immer noch in vielen Fällen viel zu lang. Und gerade natürlich auch bei Jugendlichen oder jungen Menschen, die vor allen Dingen auch von der Narkolepsie betroffen sind, ist das eine zu lange Zeit. Kims Narkolepsie wurde also relativ schnell diagnostiziert. Ende 2009 bis 2010 tauchen mehr Narkolepsiefälle auf als sonst. Auch Ulf Kallweit diagnostiziert Narkolepsie bei ungewöhnlich vielen jungen Menschen. In einigen Krankenakten der Patienten, die in diesem Zeitraum unter ersten Symptomen der Narkolepsie leiden, findet er eine Gemeinsamkeit. Einige Patienten wurden gegen die Schweinegrippe geimpft. Kann es einen Zusammenhang zwischen der Infektion oder gar der Impfung mit den Narkolepsie-Erkrankungen geben? Genau das hat Emmanuel Mignot erforscht. Über Jahre beobachtete der Neurologe Narkolepsiefälle in China. Das Ergebnis seiner Studie: Zu Zeiten der Schweinegrippe tauchen extrem viele Narkolepsie-Erkrankungen auf. Wir glauben, dass bei Narkolepsie Folgendes passiert. Bei einer Grippe versucht das Immunsystem, die Infektion zu bekämpfen. Es produziert Antikörper und aktiviert weiße Blutkörperchen, um die Viren zu beseitigen. Doch dann macht es irgendwie einen Fehler. Vielleicht ähneln einige Teile des Virus Teilen der Hypokretinzellen. Die Immunzellen zerstören dann fälschlicherweise auch die Hypokretinzellen. Das ist typisch für eine Autoimmunerkrankung. Die Studie des weltweit führenden Narkolepsie-Forschers Mignot zeigte einen deutlichen Zusammenhang zwischen Narkolepsie und dem Auftreten des Grippevirus H1N1. In China gab es aber keine Korrelation zwischen Narkolepsie und der Schweinegrippeimpfung. In Europa dagegen wurde ein anderer Impfstoff verwendet, Pandemrix. Ein Impfstoff, dessen Zulassung besonders schnell erwirkt wurde. Und in Europa gab es die Direkt. Dabei können die eigenen Abwehrzellen beinahe alles im Körper angreifen. Autoimmunerkrankungen können jeden treffen und praktisch jedes Organ. Eine der folgenschwersten ist die Multiple Sklerose, MS. Multiple Sklerose ist eine Entzündung des Nervensystems. Körpereigene Antikörper zerstören dabei die Schutzhüllen der Nervenfasern. Die Nerven können die Reize nicht mehr weiterleiten. Die Symptome beginnen mit Kribbeln und Sehstörungen und reichen bis zu schweren Lähmungen. Bis gleich. In Deutschland leiden etwa 130.000 Menschen an MS.
Viele trifft es vor dem 30. Lebensjahr. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Weniger bekannt ist eine andere Autoimmunerkrankung, Colitis ulcerosa. Der Ort des Angriffs ist hier der Dickdarm. Antikörper attackieren das Darmgewebe und führen zu einer permanenten Entzündung. Typische Beschwerden sind Durchfälle, Bauchschmerzen und ständiger Stuhldrang. Etwa 170.000 Menschen sind in Deutschland an Colitis ulcerosa erkrankt. Am häufigsten junge Männer. Die folgende Krankheit ist sehr bekannt, aber weniger als Autoimmunerkrankung. Diabetes Typ 1. Hier greift das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse an und zerstört die insulinproduzierenden Zellen. Der Blutzuckerspiegel steigt. Unbehandelt ist das lebensbedrohlich. Symptome sind Durst, ständiges Wasserlassen und häufige Infektionen. Etwa 300.000 bis 400.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Diabetes Typ 1 bricht häufig schon bei Kindern und Jugendlichen aus. Manche Autoimmunerkrankungen betreffen Gewebe im gesamten Körper, wie die rheumatoide Arthritis. Die Antikörper des Immunsystems zerstören dabei Gelenke, Sehnen und Knochen. Ohne rechtzeitige Behandlung entzünden sich die Gelenke und versteifen. Bei rheumatoider Arthritis können die Antikörper aber auch Herz oder Lunge angreifen. Sie gilt daher als systemische Autoimmunerkrankung. Etwa 400.000 Menschen leiden an der Krankheit. Oft bricht sie in mittleren Jahren aus, bei Frauen etwa 6-mal häufiger als bei Männern. Eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Bei dieser Krankheit greifen die Antikörper die Schilddrüse an und zerstören Gewebe, das wichtige Hormone bildet. Erst führt das zur Überfunktion der Schilddrüse mit Nervosität, Schlaflosigkeit und Herzrasen. Später zur Unterfunktion, Muskelschwäche, Gedächtnisstörung und Müdigkeit. Etwa 1 Million Menschen leiden an dieser Erkrankung. Wieder in geregelte Bahnen zu lenken, das ist fast unmöglich. Darum haben die meisten Therapien gegen Autoimmunerkrankungen nur ein Ziel, nämlich die Aktivität des Immunsystems an sich zu dämpfen, um weitere Schäden zu verhindern. Nun, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas geändert. Meist werden sogar Wirkstoffe wie zum Beispiel Cortison eingesetzt. Und die gab es schon vor über 60 Jahren. Hier ein konkretes Beispiel. Prednisolon, ein Wirkstoff, wurde schon in den 50er Jahren eingesetzt, in den 70er Jahren eingesetzt. Und dieses Cortison findet man auch heute, ist immer noch Mittel der Wahl. Nun, bei den Immunsuppressiva gibt es ein Problem, sie haben Nebenwirkungen, denn auch der natürliche Schutz der körpereigenen Abwehr wird durch diese Medikamente unterdrückt. Und der Patient wird dadurch anfälliger für Infektionskrankheiten. Bei Autoimmunkrankheiten können die Abwehrzellen praktisch alle Gewebe und Organe angreifen. Und es gibt ein Problem, es gibt nämlich keinen Facharzt für Autoimmunerkrankungen. Nun stellen Sie sich mal die Situation der Betroffenen vor. Die haben Schmerzen in den Gelenken, Probleme mit den Organen, den Augen oder der Haut und dann laufen sie von Pontius zu Pilatus, ohne die richtige Diagnose zu bekommen. Denn, das vergisst man, viele Autoimmunerkrankungen sind nach wie vor schwer zu erkennen. Robert ist heute Ende 30. Er ist Lehrer an einem Gymnasium und lebt mit seiner Familie im Rheinland. Robert soll anonym bleiben, denn er hat ein Geheimnis. Er hat multiple Sklerose. Bis heute darf an seiner Schule niemand von der Krankheit wissen. Ende der 80er Jahre, Robert ist damals 14, merkt er zum ersten Mal, dass mit seinem Körper etwas nicht stimmt. Insgesamt beginnt es oder hat es begonnen als so eine Art von Flimmern auf einem Auge, wie als wenn so ein kleiner Streifen dann da ist, der ja flimmert, unscharf ist und der sich dann eben langsam ausbreitet, sodass letztlich die Sehfähigkeit abnimmt, bis hin, dass ich auf einem Auge nur noch hell oder dunkel sehen konnte. Die Augenärztin, zu der Robert geht, diagnostiziert eine Entzündung des Sehnervs, ein typisches Erstsymptom von Multipler Sklerose. Aber das weiß Robert damals noch nicht. Nach ein paar Tagen klingt die Entzündung ab. Robert hat die Sache vergessen. Ein halbes Jahr vergeht. Die nächsten Symptome waren ein Kribbeln an den Füßen, Taubheitsgefühle an den Füßen, die sich
so bis, sagen wir mal, zu den Knien hoch ausgebreitet haben im Laufe vielleicht von ein, zwei Wochen. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man eingeschlafene Füße hat oder eingeschlafene Körperteile. Und es geht halt einfach nicht weg. Es kann auch durchaus schmerzhaft sein. 3 Jahre später, kurz vor seinem Abitur, entzündet sich sein Sehnerv wieder.